Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS22 im Grow-Level-Up-Projekt, meine lieben Freunde. Und ja, wir werden jetzt nochmal eben hier schnell das Feld 12 eben einmal schnell mähen. Die Marie ist schon unterwegs und ja, ich warte eben ganz kurz und wir sehen... Maria, hast du da 2812 Liter Heu reingeschmissen oder was? Bei den Kühen. Du hast gesagt, schmeiß da rein. Ja, aber 1000, das ist einmal... Muh, ist alles weg. War das jetzt ein Witz gerade, oder? Nee, das ist ja einmal... Wir spulen ja gleich schon wieder. Da muss mehr rein. Pass auf. Oh. Ich hol... mäh das erstmal einfach nur. Und ich hol den Wender. Und dann sammelst du das Heu auf. Dann machen wir das Feld jetzt Heu. Warum gehört uns Feld 11 und 13 noch? Ja, weil es unsere Felder sind. Jetzt ernsthaft? Ja. Oh. Ich hole den Wender. Tun Sie dies. Fahr du geradeaus, fahr geradeaus. Fahr aus! Wir haben Zeitdruck, Freezy. Entschuldigung, ich habe den Chat gelesen. Weiß ja. Wie kannst du nur? Ich weiß nicht. Ich hätte doch einen Traktor nehmen können. Domme W23, danke für deine 100 Bits. Kuss auf deine Nuss. Mein Name ist Marie und ja, ich weiß also, ja. Achso, den Mistbunker platziere ich gleich nochmal eben. Ey, du. Das hört sich doch nach einem Plan an, oder? Willst du nicht? Doch, doch, mach mal. Alles gut. Bist schon am Rasieren. Ja. Super. Mal dir jetzt gleich ein Smiley hier rein oder eine Mickey Maus, die grinst und dann bin ich fertig. Machst du mir einen Iron Man, der grinst? Nein. Ey Marie, ich hatte letztens eine richtig geile Idee. Jetzt küttet. Was hältst du davon, wenn wir zwei einen Stream machen, wo wir einfach ganz gemütlich sitzen, quatschen und Diamond Painting machen? Witz, oder? Hä? Das ist jetzt ein Witz, oder? Nee, ich habe mir so ein riesen Dragon Ball Ding geholt und ich würde das gerne machen. Hast du keinen Bock drauf? Dann kann ich vielleicht mal mein Logo fertig machen. Warte, du hast dein eigenes Logo als Diamond Painting? Ja. Ich will das auch haben. Wo hast du das gemacht? Im Internet. Echt? Ich hab das fertig gemacht, ja, und dann habe ich das meinem Mann gezeigt und der hat gesagt, ja, dann mach das, bestell das und das kriegst du zu Weihnachten. Nee, zum Geburtstag. Letztes Jahr und seitdem bin ich da dran. Und es liegt immer noch unten im Esszimmer am Tisch. Weil das ist echt viel. Das ist 90 mal 60 groß. Das ist ein Riesending. Wie viele Kühe? Ja, das hört sich geil an. Da muss man mal die Seite schicken, wo das geht. Ja, wir haben hier 80 Kühe und hier 40 Kühe. Also ein Stall ist komplett voll und der andere nur zur Hälfte. Wie ihr gerade seht, die Produktivität, die ist nicht hoch und somit haben wir auch sehr wenig Milch. Wir haben nur 2700 Liter und hier haben wir 3 Liter. Nimm das Mehl weg mal. Das ist sowas von bescheuert mit dem kleinen Mini-Fritzel-Dings hier. Ich wollte gerade schwadern. Ja, zettern. Dann... Ja, alles gut. Ich mach das wohl. Weil das bringt nichts. Ich hole jetzt einen neuen Traktor. Okay. Das querfällt ein. Ja, dann kein Problem. Aber können wir mal machen. Mich stört das nicht. War ganz entspannt, oder wie? Ja. Boah. Können wir ja über unsere Jugend reden. Ach du Heiliger, lass mal.
Davon habe ich schon was gelesen. Muss ich das jetzt nochmal hören? Ja, ich wollte ja mal ein Buch schreiben. Ne? Muss ich auch mal fertig machen. Ne? Ich habe das alles auf mein Handy geladen, die ganzen Seiten. Ja, da müssen wir, da werden wir uns die Tage auch nochmal unterhalten. Ich schreibe das fertig. Mach das aber, müssen wir aber gucken, weil diese Woche, wir haben nächste Woche Schützenfest bei uns. Ja, Maria, alles gut. Das Buch dauert ja eh noch was. Und das war ja auch nur für Kanalmitglieder, ne? Also ist jetzt nicht so. Also das Buch, ja, da ist ja echt viel Zeit drin. Wird ja nur für Kanalmitglieder zur Verfügung stehen. Ich brauche halt nur jemanden, der das richtig, der eine richtig geile Lesestimme hat. Was? Hab ich nicht. Bin ich die Falsche. Ist das hier noch Feld zu. Ja. Jetzt hab ich gerade ein bisschen Panik, ey. Prinzipiell könnten wir aber auch Ballen machen, ne? Ja, das wollen wir ja auch. Ja, dann bringe ich mal die Presse hier mit, ne? Sollen wir direkt Silageballen rausmachen? Weil Silage gibt den Kühen doch noch mehr, oder? Ja, dann kann man die wieder aufmachen? Heu ist dort ergiebiger. Heu gibt 75 und Silage nur 50. Ja, aber wir haben ja wie viele Felder? 13 und 11, ne? 13 ist noch gar nicht fertig. Aber 11 könnten wir, glaube ich, machen, ne? Das Gegenüber von uns. Mhm. Oh, da ist Gerste drauf auf 13. Dann würde ich aber trotzdem ein paar Ballen machen, weil die geben ja auch noch mal Kohle, ne? Ja. Ich bringe den mal mit. Apropos, wir haben aber keinen Wickler, oder? Ich habe hier eine Ballenpresse. Ja, aber kein Wickler. Ich weiß nicht, was die Göwall ist. Ballenpresse. Ist nur eine Presse. Ja, das Einzige, was wir dann hätten, wären Heuballen. Verwandelt loses Stroh, Gras und Heu in handliche Ballen. Heißt, wir haben nur dann die. Ich lasse den hier unten. Ja. Komm mit dem Traktor, dann kannst du direkt hier schon schwadern und dann können wir es gleich einsammeln. Ja, dann haben wir hier erstmal schönes Heu für die Kühe. Die brauchen halt ein bisschen, ne? Sonst. Wir könnten auch eventuell dann später die Quest noch machen, die wir offen haben. Ja. Wir müssen einfach nur gegenüber von unserem Feld müssen wir die Quest lösen. Also die Ertragsreihenfolge, dass wir auf 100% kommen. Okay. Frag mich nicht, keine Ahnung. Darfst du gleichzeitig mähen und wenden? Warum nicht? Also was wäre jetzt das Problem daran? Wir sind hier nicht in Real Life. Nee, vielleicht ist das ja wirklich ein Regelverstoß, das weiß ich jetzt nicht. Soll ich mal fragen gehen? Ich glaube jetzt nicht. Mit Chels. Damals im Ferienlager. Ich hab die Filme gesehen, mein Freund. Meine Ameisen kommen morgen an, meine lieben Freunde. Morgen drehe ich direkt das Ameisenvideo. Also in den nächsten Wochen werden euch wunderschöne Videos zur Verfügung gestellt. Falls ihr das mit den Ameisen noch nicht gesehen habt, es sind schon 3 Videos draußen. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Scrollt ein bisschen weiter nach unten. Ich habe eine Playlist angelegt. Dort werdet ihr sehen. Könnt ihr die schon sehen, ja. Ach verdammt, die Reihe, wo ich jetzt gerade bin, die ist nicht gewendet. Ja, scheiß drauf. Dann fang mit Heu an. Mach da so 1.000-2.000 Liter rein und sammel dann das Gras auf. Dann wird das Gras automatisch zu Heu. Okay. Moin, wann kommt wieder Contract Will auf YouTube? Wahrscheinlich erst nächste Woche.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, das war mein Fail. Ich hatte Marie, also wir haben aufgenommen für die Gamescoms-Woche und dann, ja, wir kommen ja erst, ich kam ja erst Sonntag wieder nach Hause und Marie, ja, sollen wir da nicht 4 Folgen machen? Ich hatte dann aber noch ein Gespräch zu dem neuen GTA-Projekt und alles und ich hatte das dann, konnte es zeitlich nicht schaffen, weil, ja, da haben halt, wir haben ziemlich lange für diesen Termin gebraucht und die waren schon da und haben gewartet und deswegen haben wir es nur geschafft, 2 Folgen aufzunehmen. Und heute, ja, ich habe bis 15 Uhr geschlafen. Das habe ich dann auch nicht mehr geschafft und ja, das war dann halt alles ein bisschen dumm gelaufen. Das ist Deswegen gut. erst Weißt du nächste Woche. warum? Warum? Weil ich heute Grey's Anatomy weitergeguckt habe. Also, Mike, aber trotzdem freut mich, dass du Bock auf dieses Projekt hast. Dort werden wir ab nächste Woche Montag wieder durchstarten. Yay! Es macht mir auch sehr viel Spaß mit Schwabbel und Marie, muss ich ganz ehrlich gestehen. Schwabbel und Marie sind auch meine kleinen Lieblinge. Ja. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich mag aber deinen Charakter und deine Art und wie du bist. Ach so, dass ich dir auch Konter gebe oder was? Ja, genau deswegen. Jetzt ernsthaft? Nein, einfach weil ich dich mag. Schade, ich habe jetzt mir was auch auf einbilden wollen, aber danke, dass du meinen Traum zerstört hast, Ja, ey. okay, dann halt eben, Nee, weil du jetzt mir hast du verschissen. Nee, du hast verschissen. Okay. Ganz einfach, du hast jetzt verschissen. Nein, Quatsch. Ach, Alles gut. das war nur Spaß. War wirklich nur Spaß. Ich sitze gerade auf meinem Po. Ich habe kein. Und meine Füße sind. Meine Beine sind unterm Schreibtisch. Ich mache jetzt keinen Schenkelklopfer, sonst hau ich auf den Tisch. Nee, okay, gut. Ich habe echt gedacht, du meinst das ernst jetzt, dass du nicht mehr, also, dass du enttäuscht wärst. Hä? Puh, Gott sei Dank, dann kann ich ja doch noch schlafen die Nacht. Voll verwirrt, aber gut. Ja. Du bist auch manchmal ein Knaller, ey. Das ist unfassbar, ey. Hä? Ich wollte so ein bisschen sarkastisch sein. Hä, mit wem redest denn du Ja, jetzt? mit dir. Ach so, hä? Weil du so aus Spaß gesagt hast, oh ja, bla bla. Da habe ich gesagt, oh, du hast gesagt, nee, Spaß. Und da habe ich gesagt, oh, echt, ist das wirklich nur Spaß und so, bla bla. Dann fühle ich mich ja wohl. Hä? Ich stehe jetzt komplett auf dem Ja. Schlauch. Alles gut, Marie. Jetzt ernsthaft, ich stehe voll auf dem Schlauch. Oh nee. Alles wird gut. Solange du wild bist. Hol dir noch ein breites Mehlwerk. Ja, sobald wir den Punkt im Ja, breitesten ich bitte Mehlwerk setzen, drum. machen wir das. Weißt du, wen ich vermisse? Bin denn? Den Tom. Tom. Ja. Unseren verrückten Tom. Ja, Tom. Webo. Ach, Webo. Ja. Das Welchen ist Tom ein hast anderer du denn Tom. gemeint? Den anderen Tom. Welchen anderen Tom? Ja, Tom halt. Tom Baker. Ja. Ach so, und den habe ich gar nicht mehr Was hast du denn? Warum vermisst du gedacht. denn? Warum vermisst du denn Tom? Ja, aber das ist mein Liebling. Mein anderer Liebling. Oh. Dein anderer. Ja. Aber der macht lieber immer Sachen mit anderen Menschen, anstatt mit mir. Du meinst, weil er jetzt auch nicht auf der Gamescom war? Ja, war er auch nicht. Ja, aber du hast ja auch nicht mit seiner Frau das abgesprochen, sondern hast ihm das gesagt. Dann ist es doch kein Wunder. No hate, Tom. Ja. Weiß ich jetzt nicht so, ne? Oh nee. Also wenn wir es noch vorspulen schaffen, ein paar Ladungen reinzubringen, wäre es nicht schlecht, damit wir Milch bekommen. Ja, dann, Ich bin gleich fertig mit Mähen und dann schaffe ich mir ja. direkt den Sammelwagen. Das wäre lieb, weil wenn ich jetzt noch schwader, dann, Ja, ich tue ja direkt mähen und wenden.
Und dann machen wir hier drauf Klee. Ja. Ich lasse hier überall immer was stehen. So eine kleine Fuhre, ne? Ja, weil ich wahrscheinlich... Ja. Ja, egal. Passiert, meine Güte, ist halt so, aber die Kühe brauchen Futter. Die brauchen Futter. Futter, und zwar nicht von Mutter, sondern von Papa. Ja, ich bin noch überlegen. Ich habe richtig Ärger von meiner Tochter bekommen. Was? Was hast du angestellt? Ja, sie hat, ich habe meiner Frau dann halt, wenn zum Beispiel von Brawl Stars oder von Minecraft da was auf der Gamescom war, dann habe ich immer Bilder geschickt, damit meine Kinder das halt sehen können. Und meine Tochter will jetzt beim nächsten Mal mitkommen zur Gamescom. Oh, cool. Ja. Ich kümmere mich um sie. Brauche nur ein Ticket. Ja. Ich kümmere mich um sie. Ja, was denn? Was ist daran jetzt so schlimm? Ja, nix. Aber kommst du nächstes Jahr? Vielleicht. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Also ich muss ja mal gucken. Ja, ich wäre auch dieses Jahr super gerne gekommen, aber... Ja, ich weiß. Ich halt nicht drin. Alles gut. Ja. Na, dann beim nächsten Mal, ne? Ja. Ich würde mich freuen. Mir auch. Ja. Vor allem nachdem ich, mein Mann und ich haben ja am Freitag, war das Freitag, die, letzte Woche Dienstag, die, Preview, genau, die Eröffnung geschaut. Oh, ich bin so gehypt auf den neuen Indiana Jones. Der kommt am 9. Dezember. Okay. Den will ich mir unbedingt holen. Ich liebe die Spiele. Ich habe schon bei den ersten Spielen, die habe ich schon gespielt. Die noch schön verpixelt waren. Das ist kein Witz, auch Tomb Raider. Ich liebe das. Ja, Tomb Raider habe ich als Kind auch immer sehr gerne gespielt. Warum? Ich habe immer diesen Butler, es gab da so ein Level, ich war das im zweiten Teil oder so, ich weiß nicht. Im zweiten Teil, ja. Den habe ich immer eingesperrt in dieser Höhle da, weißt du, wo ich meine? Nicht dem, Höhle, in dem Kühlschrank. Genau. Ich habe sogar Tomb Raider, habe ich sogar noch für die PS1 hier liegen. Was, echt? Ich hab ne PS1 hier noch stehen, ja, und eine 2. Okay. Und ich habe noch ganz viele Einser-Spiele. Ich habe sogar das GTA-Spiel noch für die 1. Ey, das darfst du nicht wegschmeißen, Marine. Das werde ich nicht wegschmeißen, das ist mega. Sind die im guten Zustand? Ich glaube, die Hülle ist nicht mehr so gut, aber ganz ehrlich, die Hüllen kriegst du trotzdem noch irgendwie für ein Apfel und ein Ei. Wollte ich gerade sagen, ey, das ist schweineviel Geld. Ich schreie auch, dass ich so viele Spiele weggeschmissen habe, ne? Also. Ja. Deswegen finde ich es gut, ne? Ein Hoch auf meinen Papa, der schmeißt nichts weg. Also, spaß dir auf jeden Fall auf. Ja, definitiv. Ich habe sogar die schwarze Switch. Nee, nicht die Switch, sondern die Wii noch. Die schwarze Wii? Ja, ich habe eine schwarze Wii. Ja, stimmt, es gab die weiße und eine schwarze. Ja, ich weiß. Mhm. Ja, auch aufbewahren, nicht wegschmeißen. Und ich habe sogar den ganz dicken ersten Gameboy sogar. Der ist jetzt schon viel wert. Auch auf jeden Fall auch nicht wegschmeißen. Aber den hat mein Papa drüben. Ich weiß nicht, was das Color. Also auf jeden Fall. Den gelben Gameboy habe ich sogar noch. Und dazu habe ich damals das gelbe Pokémon-Spiel gekriegt. Genau, passend. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment eben. Ja. Ich will gerade gar nichts mehr machen. Oder Kerzen. Hallo. Hallo. Servus. Du willst eben Sämaschine haben? Ich muss hier noch ein bisschen, jetzt erst Feld 12 haben wir gesehen, dass noch erntereif, so muss ich jetzt erst abernten. Ach so. Musst du das ernten? Ja, das dauert immer ein bisschen. Ja, würde ich. Ja, klar. Okay, kannst du mir die, beim Händler. Warte mal, wo ist ich denn? Ich bin bei Feld 12 gerade. Da hier steht wo alles. Was ist denn? Sind die 12? Neben der 11. Da oben. Ja, da lass sie doch dort stehen, da hole ich sie einfach. Ja, alles klar, dann machen wir das so. Dann vielen Dank, Damien. Ja, du, ein Ding noch. Ja. Was macht eine kaputte Kaffeemaschine? Das weiß ich nicht. Cappuccino?
Tschüss. Ja, ja. Was denn? Alex. Na, erzähl! Ich habe Tino nur wieder einen Flachwitz erzählt. Mit dem Cappuccino. Oh lol. Der holt sich eben hier die Sämaschine. Ach scheiße, ich muss das erst abklären. Ich muss erst so. Oh Gott sei. Ich habe schon gemäht und gleichzeitig geschwadert. Also mehr kriege ich nicht dran, Leute. Wie soll ich denn das direkt noch gleichzeitig mit aufsammeln? Oder habt ihr da einen Trick? Dann haut raus. Aber ich habe gemäht und gleichzeitig gewendet und Marie ist hinter mir hergefahren und hat geschwadert. Also ich weiß nicht, was soll ich denn sonst noch machen? Soll ich noch Maschinen bauen? Oder eine Mod draufnehmen, wo ich an dem Wender noch einen Schwader dran kriege ich und an den Schwader noch einen Sammelwagen? Ne, ich will, ehrlich gesagt, will ich von dir nichts leihen, ne. Warum sammelt er das hier nicht auf? Der Dit belastet mich, du. Oder? Ditcher. Ja, moin, der Damon hier. Servus. Ach, guten Tag. Du, Nacht. Ja, genau. Ja, du, hör mal, guten Abend. Du, hör mal, kann ich, wenn ich habe mir beim Händler was geliehen, darf ich das auch weiterverleihen? Ja, wenn du aufpasst. Wenn der andere das kaputt macht, na, dann bist du, hängst du damit drin. Dann, oh, nee. Ja, da werde ich auf jeden Fall drauf aufpassen. Ja. Also, nee, ich wollte das nur vorher abklären, nicht, dass ich nachher was auf die Finger bekomme, weißt du? Ja. 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 Wenn du deinen Vorteil einfach hergeben willst, dann mach doch. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Kriegst du da was für? Ja. Ich dürfte mir auch was ausleihen, wenn ich will. Ja. Ja. Ach, so ein gefallener Vorrat. Genau. So ein Gutschein, den man nie einlöst. So ungefähr. Ja, davon habe ich so viele zu Hause. Ja, ich auch. Ganze Schublade voll. Das zeige ich dir. Ja. Ich habe Gutscheine, ich arbeite
bevor ich hier hingekommen bin, habe ich in so einem Reifeisenmarkt gearbeitet. Und ja. Da bekomme ich auch immer Gutscheine und die benutze ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Gibt's die noch? Ja, ja. Reifeisen? Ja. Ach, dachte, das ist so ein Relikt aus der Vergangenheit. Ja, da glauben viele, aber nee, der so Reifeisen, der boomt noch, ne? Ja. Ja. Naja, haben die auch Gardena? Haben die auch. Das ist gut. Ganz viel sogar. Ja. Ja, ist gut. Ja, dann verleih mal schön. Ja. Ne, gut, dann weiß ich da Bescheid. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Jo. Wiederhören. Bis dann. Ciao. Schönen Abend. Gleichfalls. So. Bin wieder da. Und ich bin fertig. Ja. Ja. Weißt du was? In den 1050er Fendt rein, Seemaschine hinten dran und let's go. Das, was schon mal weg ist, kannst du wegmachen. Ich tue jetzt die erste Ladung bei den Kühen rein. Oder du machst die Quest schon mal. Nee, komm sie an. Der Wolle wird wahrscheinlich gleich kommen und die haben wollen, aber dann sagst du jetzt, ja Pech, du hast zu lange gebraucht. Seht ihr, meine lieben Freunde, wenn ich jetzt mir das geliehen hätte, dann hätte ich das jetzt abgeben müssen. Das ist so mein Bedenken dabei, weil wenn ich mir was auch von denen hole, dann sagen die, ja, dann gib uns das wieder. Wisst ihr, wie ich meine? Ich kann das. Mein Problem ist halt, ich kann die Zeiten immer so schlecht einschätzen und bla und blub und hin und her. Wow! Und... Wen hast du überm Haufen gefahren? Okay. Ich kann das immer sehr schlecht einschätzen und ich will nicht in der Schuld stehen. So wie jetzt. Jetzt kann ich einfach den Arschloch-Move machen und sagen, ja, jetzt bist du zu spät, ich behalte die. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so immer mein Bedenken. Aber Feld 12, ne? Ja, Feld 12, da, wo wir gerade alles gemacht haben. Was hättest du gerne? Klee, achso, ist schon eingegeben, okay. Genau. Bevor ich jetzt was Falsches an dir, deswegen frage ich nochmal. Nee, achso. Okidoki. Ja. Ja, dann ist das halt so, dann, ne? Ja. Ich mache erst den zweiten dahinter voll, weil hier sind mehr Kühe drin. Also kommt hier mehr Milch raus. Ja, Chat, habt ihr recht, bin schon in der hohen Kammer reingegangen. Da habt ihr recht. Aber ich glaube, die haben heute irgendwie viel zu tun. Also ist unser Feld, alles klar. Habt ihr natürlich auch recht, Chat. Manchmal falscher Stolz. Zwar verständlich, aber wer gewinnen will, muss auch zeitsparend arbeiten. Ja, auf jeden Fall, hast du definitiv recht. Aber ja, weiß ich nicht. Ist gerade schwer. So, wenn das jetzt ein Burning Gamers wäre, da wüsste ich, da kann man noch drüber reden und die würden das so verstehen. Aber ein Tino, der versteht das dann nicht so. Weißt du, der sagt dann, ja, jetzt habe ich dir auch ausgeliehen und bla und blub, jetzt will ich das auch haben und so weiter und so fort. Und der quasselt ein Tod. Und das ist das Problem. Ja, was ist los? Ja.
Ich will jetzt hier nicht über das Gemähte drüber fahren von uns. Nee, ich bin schon wieder unterwegs, ich komme. Ja, aber ich habe eine Bahn machen können. Ja, was wir schon haben, das haben wir. Ich bin aber sofort da. Ich fahre jetzt gerade schon wieder hoch. Ich bin jetzt hier, ich sehe schon Feld 9 und 11. Also bin gleich da. Dann sammeln wir weiter auf. So, jetzt eben hier abbiegen hier links und dann... Na komm, Marie, mach mal die Abmoderation hier. Ich? Ja. Nee. So, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Ich habe es nochmal gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt beim LS25, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Dort könnt ihr euch das Game vorbestellen. Ihr unterstützt mich gleichzeitig dabei. Und ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns. Bis dann. Haut rein.